Wir machen das von Anfang an quasi abgesessen. Der Panzer rollt hinterher. Erste Gruppe vorne, zweite dahinter. Mein Platz irgendwo dazwischen. Panzer folgt. So, dann gehen wir erstmal quasi in Schützenreihe Richtung Süden auf der Straße und entfalten uns dann irgendwo im Wald, klären auf und sehen dann weiter, wie es. Dann? Verstanden. Cool. Sir, ja, Sir. Ja. Sir, Sir. Verstanden. Zweifaches Putz, Junge. Putz, Junge! Junge! Nee, nee, du genau. Musst, du musst ja, ganz sagen, ja. Junge. Junge! Putz! Junge! Putz! Junge! Also, ich will nichts sagen, ne? Aber die Panzerfaust ist ein bisschen. Folgendermaßen, ja, wir arbeiten Fall. Heute mit einem neuen X-Medic, also mit neuen Medic-System. Das erste, was wir alle machen können, ist einmal die ganzen First Aid Kits mal in den Moontruck werfen, einfach ins Inventar rein. Weil die brauchen wir nicht. Die sind nutzlos jetzt. Ich sehe schon die ersten, die was Bots öffnen. Oh, Alter, FPS, Junge. Gut oder schlecht? Ich glaube, ich hab's auf den Boden geschmissen. Schlecht. Ich hab's ziemlich schlecht. Meine sind super. Meine sind. Ach, gut. Ja. Ah, ich bin angesperrt. 22, Boden. 23, toll, wir müssen auch. Nee. Zwei. Macho ist Boden. Ah, da ist raus, raus. Ja. Geweste. DM52 Rauchgranaten. Wie? Weiß ich nicht. Okay. Also. War eigentlich ein Insider, vergessen. Wenn wir das alle gemacht haben, dann folgendermaßen. Es gibt jetzt mehrere Kisten hier hinten. Die ganz vordersten sind die X-Medical-Kisten. In diesen Kisten befinden sich die ganzen Medic-Sachen drin. Also die ganz normalen Soldaten sollten sich am besten mal 5 Bandagen oder 2 Morphin, 2 Epi und 5 Medikits rausnehmen. Ihr könnt euch nach Gruppen aufteilen, einer links, einer rechts. Lord Winchester. Die ja, Sanitäter holen ein bisschen mehr, die handeln sag Sie. Ich dann gleich. Nochmal, 2 Morphin. Quatsch, die Sanitäter, jeder Soldat sollte das rausnehmen. Okay. Ja, bitte nochmal ja. Wiederholen. Ich habe jetzt 2 Morphins, 2 Epinephrin. Wie viele Bandagen? Kommen hier in die Kiste rein. Ja, ich sonst kann irgendwas? 5 Medikits. Ich kann nicht mehr als 2 Morphin aufnehmen. Ich habe aber noch Platz. Sollst du nur 2 mitnehmen, oder? Eben. Mit 5 Bandagen und 5 Medikits mitnehmen. Ja. Weil manchmal brauchst du mehr Bandagen, um eine Wunde zu heilen. Oh ja. Okay, und dann muss ich extra Rucksack und so brauchen wir. Das braucht der gewöhnliche Soldat nicht. Ich wiederhole nochmal. 2 mal Morphin, 5 Bandagen, 2 mal Epinephrin, richtig? Richtig. Und 5 Medikits. Junge, Junge. Und was? 5 Bandagen, 2 mal Morphin. 2 mal Oh, was ist das denn? Kann man sich das Zeug auch selber spritzen? Ja? Ja, geht auch. Junge, voll der Trip gleich. Tourniquets brauchen wir nicht aus. Nein. Aus irgendeinem Grund habe ich hier nochmal 10 Morphin jetzt drin. Ist aber nicht abgelegt. Richtig, kann das sein? Ja, dann hast du genug dabei. Ist ja super. Ja, aber ja. Ich habe nicht genug Platz für okay. Verband. Ja, dann bist du am besten hinten noch mit den Sanitätern. Der Epinephrin. Wer das gemacht hat, der kann einfach schon mal wieder zurück zum Spawnbereich gehen. Das ist eigentlich dann alles in Ausrüstung. Da muss ich noch die Tastenleben danach kennen. Die so, Sanitäter, die nehmen sich insgesamt. Keine Ahnung, 10 bis 15 Bandagen. Lord Winchester, du machst meinen Sunny. Gehen wir da hinten hin. Was? Wie? Ich bin Sunny. Ja. Sanitäter zu mir. Die ja. Nehmen sich insgesamt 15 Bandagen. Du bist im Gruß. Oh. Ich brauche ich erstmal einen Rucksack. Achso, ja, genau. Kann man hier kurz eine Frage stellen? Kann das sein, dass ich schon viel gebüßt bin? Rucksack rausnehmen. Nein. Junge, was hat der denn für eine Lanze? Wie fühlt sich das so an? Das ist ein Funkgerät. Wir hatten ein Funkgerät. Wenn ja, ich mein auf hab, dann ist es gut. Panzerfaustschütze. Ach hier, der ja, ja. Schönes Ding. Total übertrieben, Junge. Ja, im Hintergrund, Junge. Ja, wer ist der? Der Grey Fox und Winchester. Oh oh. Ja. Okay, gut. Haben die Rückschalter? Hast du da Kabelbinder? Ich hab einen Rückschalter. Okay. Weiß das einer? Ja, vermutlich ja. Und das ist nur eine Einwegwaffe. 15 Bandagen. 15 Wunde bitte. Wunde. Was ist eine Einwegwaffe meine? Panzerfaust. Alle. Ja. Alle? Da oben auf die 3 und die RG90 auch. 10. Ah ja. Anubis, was ist das?
im Spiel. Morphin. Aber nicht in echt. Irgendwie. Louis? Ja? Ja? Was hast du da für einen Feindansatz reingehauen? Meine Frames sind im Arsch, Junge. Also mehr als 100 werden es nicht sein. Hast du noch für ein Visier drauf? Dann, insgesamt, ein Tourniquet. Ja? Tourniquet? Ja. Diffi? einen Defilibrator. Ja? Ja. Ey, sag mal. Dann. Was machen wir jetzt? Ja, ne? Ja. Wirbelschwächungen und, ne? Dann los. Genau, hier mal, ne? Zugführer muss Gruppe sein. Lehrer zu mir. Streber ja, los, zu mir. Ja. Gehen wir hier rum. Besatzung hier, zu mir. Los, Bewegung. Und wir gehen alle in die gleiche. Ja, wohin denn? Hier. Zu Streber. Ja, die, ja, neuen, ja. Die neuen Rookies. Ja, ja. Also Besatzung, SPZ hier. Wir sind demokratisch, wir bleiben hier. Ja, habe ich. Genau. Der Grenadier. So. Ne, wartet mal, kommt mal mit. Wenn ich renne, hält der das Gewehr so überfestigt so, direkt ja, vor sein Gesicht. Reicht mir. Hier haben wir ein bisschen Ruhe. Also, wie gesagt, wir fahren der Infanterie hinterher. Zum Glück. Ihr holt euch jetzt alle noch einen 148er, Kanal 1, 5000 Reichweite. Und 343 hatten wir Kanal 2. Ja. Ich hab aber gar keine Granaten. Ja, aber erst eines. Ja. Fragen? Jo. Mal Blick in the Map. Keine. Ja, ich. Gut, dann, falls ihr es noch nicht gemacht habt, möglichst viel Munition mitnehmen für die MP7, auch mit Granaten. Und, ja. Ich hab jetzt 9. Ja, gut, dann machen wir das folgende mal. Ja, hier gibt's auch 8 Magazine. Hast du überhaupt irgendwas? Ja, das dürfte reichen. Wie viel Munition hast du mit? Ich meine, wir sitzen ja im Prinzip hoffentlich nur rum. Da können wir schön viel mitnehmen. Ja. Soll ich ein bisschen extra Medic-Zeug mitnehmen? Das ist schwierig, aber okay. Kannst du machen, wenn sich das verbraucht, ja. Oder habe ich überhaupt Platz dafür? Gut. Knapp, glaube ich. Naja, glaub nicht. Nee, dann doch nicht. Sie könnten eigentlich ein bisschen Medic-Zeugs in den SPZ reinpacken. Ja, gute Idee. Ich schalte noch schnell meine Funke um. Soll ich mich schon mal auf den Weg machen? Ja, ausführen. Wo kann ich die Funkgeräte finden? Welche Kiste? Die rechte. Die rechte kleine. Okay. So, mal. Ja. Ich habe. Achso, wie viel hab ich denn? Ich hab doch schon. Ah, Taschenlampe. Hm. Hey. Könnt ihr das Gewehr tauschen? Oh, Laser. Merlin, das mit dem August? Sir? Nimmst du den Fennec? Egal. Okay. Meine Schuhe. Jo. Jo, im Grunde machen wir das so. Ja. Nee. Hast du ein großes Funkgerät mit einstecken können? Ja. Nicht, also bei mir wieder nicht. Die 1 ist die NT und dann A. Dann komme ich auch rein. Dann kommt der Panzer. Auch Granate abhalte ich. So. SPZ, vielleicht kannst du es dann aufheben. Ja. Die Gruppenführer fangen mit dem Arbeiten an, deswegen ist Zugführer immer leichter als Gruppenführer. Ja, okay, auch gut. Du musst ja nur immer schneidig irgendwelche. Nur zwei Rädchen. Ja. Ja. Davon drückst du einmal drauf, du hast den Punkt vorne. Dann bist du richtig. Deswegen kann. Dann drauf eins. Und Tony auf den Halt gedrückt. Ja. Danach Shift. Gedrückt halten. Ich merke nichts. Tony, Blutberg. Da öffnet sich was. Ja. Reicht. Wisst ihr Bescheid? MG, du gehst als erstes nicht von danach. Dann kommt... Ihr Prinz hat sich gerade ganz auf dem falschen Kanal, kann das sein? Was? Bitte, was hast du gesagt? Ich glaube, die sind auf unserem Kanal. Herr Primus, seid ihr nicht auf 4? Nee, ich dachte, ihr wären auf 2. Kann sich ja sein, dass ich mich irre. Jetzt kann ich wieder nicht funken, ich glaub's echt nicht. Ja, check, war ein Mistake. Zagan, du bist mein Funker. Also, wir sind 2? Ja, genau, 3, 4, 3, 2. Funkt es? Aber das hast du es oder nicht? Achso, nee, ich hab falsche Kiste. Rechts von dieser Luftlandekiste da. Rechts von der Luftlandekiste. Machen wir kurz Teamspeak neu starten. Ach, mach ich auch mal. Nee. Gesundheit.
Nein. Funkcheck 3432, kommen. Ja, das müsste für Notwagen passen. Gut, dann hätte ich wahrscheinlich noch mein Teamspeak vorgestern neu starten müssen. Verdammte Axt. Also kannst du funken? Ja, ich denke schon. Nochmal Test. Funkcheck 3432. Dekan hier, Lehrer, kommen. Judy. Achso, jetzt muss ich selber mal holen. Kommen Sie. Frage nach Verständigung kommen. Höre Sie gut. Ende. Achso, ja, wie schaut's denn? Anubis? Anubis, kannst du mich hören? Ja. Funkgerät? Wie bitte? Das ist ein großes Funkgerät. 148, ja. 343, Funkcheck, kommen. Ist gut, Ego. Kannst ihn aufsetzen und warten auf weiteres. Motor bleibt aus. Gut, okay. Wer sind wir? Primus. Primus, einsatzbereit. Jo. Besatzung aufsetzen. Oh, ihr das sagt, wir sind noch nicht mal drin. Geh an die linke Seite. Hinten? Ja, hinten ist gut. Okay. So, Fahrer Oberluke, Richtschütze Unterluke, ich Oberluke. Naja. Motor bleibt aus. Motor ist aus, oder? Ja. Ja, ich bin gerade an die Maus gekommen, glaube ich. Oder an irgendwas, was gerade den Motor ausgelöst hat. Kann man sich hier innen drin noch umschauen als Fahrer? Nein. Du musst aus der Luke gehen dafür. Okay. Du kannst aber die Spiegel ausklappen. Wenn du aus der Luke bist. Ja, auch in Unterluke. Was ich übrigens sehr geil finde. Nee. Ja, dann gehen wir Oberluke. Jetzt kann ich mich wieder umschauen. Spiegel ausklappen. Genau. Hey, wie geil ist das denn? Ja, wunderbar. Die können erstmal außen bleiben, oder? Ja. Ich mach mal wieder Luke schließen. Ja, das ist gut. Das ist ganz. Wie ich das gerade geil finde, einfach. Dass man hier jetzt nicht mehr nur ein Sichtfeld hat. Hm. Und das auch man hat eine sehr gute Sicht, finde ich richtig gut. Dekan hier, Streber, kommen Sie. Ja, wesentlich besser. Kann ich Luke erstmal offen lassen, oder? Ja, du fährst eigenständig so lange Oberluke, bis Beschuss reinkommt. Dekan hier, Streber. Die haben falsches, Scheiße. Funkgerät? Ja. Hier, Dekan, kommen Sie. Nein, das war auch richtig. Ach so, das ist es, okay. War nur ein Funkcheck. Da geht's ja. Oh, Zagan, hast du mit dem Ding schon mal geschossen? Ja. Du musst die Entfernung mit Tab, glaube ich, kalibrieren. Echt? Ja. Krass. Also, da ist nicht mehr mit hier Bild auf, Bild ab. Jawohl, Junge. Das mit dem Kalibrieren ist richtig geil. Vor allem, ich glaube, das ist doch so, wenn du aufs Ziel anvisierst, dann macht er das ja dauerhaft dann, ne? Auch während der Bewegung, oder? Ich habe gerade nicht hingehört. Wenn du die Waffen durchschaltest, also zum Beispiel von Kanone auf MG, musst du immer wieder neu kalibrieren. Geil. So, die kann an alle Einheiten. Marschbereitschaft ist hergestellt. Gruppe 1 vorne, Gruppe 2 folgt. Ich bin in der Mitte. Primus, Abstand 50 Meter an alle. Feuerverbot bis auf weiteres. Okay, Feuerverbot. Gruppe Marsch. Die kann Ende. Ist unser Motor eigentlich an? Das höre ich kaum. Why, Moment, ich muss kurz Sound ändern. Motor an. Ich höre nämlich nichts mehr. Motor an. Ja, und Panzermarsch, Abstand 50 Meter, momentan 30 Meter. DF, warum? Denke ich. Hoffe ich. Ah, ich habe noch ziemlich leise, ich muss in die. Achso. So, wie gesagt, Schütze von 12 bis 3 Uhr mal verstärkt sichern. Irgendwelche Neuigkeiten? Negativ. Gar nichts, die anderen Infanteristen sind aber losgelaufen. Ohne uns. Okay, Fahrt erhöhen. Rum. Richtgeschwindigkeit 30.
Oh, das Ding wackelt, Alter. Meine Infanterie auf eigene auf 12. Ja, halb 12 gesehen. Weiter, 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 weiter. Bremse, ey. Dekan, hier Primus, Lageinformationen, Primus schließt wieder auf, Ende. Der Dekan ist verstanden, schließen Sie auf bis Markierung Waldzunge nördlich Hochspannungsleitung kommen. Panzer halt, Panzer halt, Panzer halt. Primus verstanden, Ende. Muss ich mal kurz was einstellen noch, Moment. Oh nein, Moment. Was? Lukas, du willst doch nicht ernsthaft, dass wir mit dem SWZ in die Stadt fahren, oder? Ich weiß nicht, wo er uns hinschickt. Weil ich habe mir echt ein bisschen angeschaut und wir müssen noch diese Luftabwehrstellungen zerstören. Ja. Wir mal kurz einen Test machen. Wie bitte? So, ich habe umgestellt auf andere Steuerung. Jetzt sollte es hier besser laufen. Okay. Aber auch Zeit, hey. Gruppe Lehrer auf 10 Uhr. Okay. Keine Einsicht habe ich. Vertraue dir ausnahmsweise. Danke. Oder pur eine MG4 aufpacken muss, ey. Ja, wir haben zum Glück genug Munition für Bordkanone und MG. Da sollte nicht das Problem sein. Ja. Ich finde auch die Geräusche von beim Fahren sehr cool. Ja. Sobald der anfängt, in die Kurve sich zu bewegen. Genau, oder genau dieses Quietschen, ne, der Kette. Richtig. Das ist ja richtig geil. Sobald man anfängt zu lenken, kommt ein Nebengeräusch noch, als wenn du einfach nur geradeaus fährst. Hm. Doch, da haben sie echt gute Arbeit geleistet hier. Ja. Ich finde es immer so traurig, wenn die Leute das besser machen als die Entwickler. Ist nicht gut. Ja. Die Dekan an alle Teile, meine Position bei Streber, wir hatten Beschuss von vorne, Feind nicht entdeckt, kommen. Ich glaube, wir sind die Ersten zum Bestätigen. Primus hier verstanden. Kommen. Wir befinden uns bei dem nördlichsten Kreuz, oder? Positiv. Ja. Bis von vorne, aber keine Einsicht. Naja, dann wäre es doch eigentlich praktisch, wenn wir mal eine SPZ nach vorne ziehen würden. Ja, wir sollen ja Stellung beziehen. Ja, ja. Dekan hier, Primus, Frage, sollen wir Stellung weiter vorverlegen? Kommen. Ach, wir werden ihn nur als Notfalllösung benutzen. Lass mal die Infanterie machen. Ja. Die haben, glaube ich, gerade sowieso Beschuss. Ja, haben sie. Ja, das sehe ich am Nebel vor uns. An dem Staub, meine ich. Überall Staub. Auf wie viel Uhr? Direkt halb 12. Sind ihr das oder ist meine Grafik? Ist doch alles voller Bäume. Kannst du da was sehen? Ja, also da. Auf 11 Uhr ist bei mir staubig. Okay, da erkenne ich nichts. Ich hab da nur dichten Wald vor mir. Sind wahrscheinlich Grafikeinstellungen. Ich hab die Bäume wahrscheinlich dichter.
Ja, klar. Nein, jetzt ohne Spaß, das kann man einstellen unter der Grafik, was für eine Baumart hier drin sein soll. Mhm. Zum Beispiel die normalen, wenn du auf normal hast, dann sind das so Bäume, da kannst du durchgucken. Ich habe jetzt, ich glaube, die Armer 2 Bäume und da kannst du nicht durchschauen. Also die sind so dicht. Ja, genau. Weil, ja, habe ich auch. Armer 2 oder ich glaube, ich habe Armer 3 plus Gras und Boden. Dekan hier, Lehrer, kommen. Dekan? Das ist August. Hier Dekan, Dekan und Streber unter schwerem feindlichen Feuer. Verstanden, ich melde, wir haben Beobachtungsposition bezogen, aber keine Feinde in der Stadt gesichtet kommen. Dekan hier, Primus, kommen. Primus von Dekan, kommen. Hier Primus, Frage, soll Primus weiter vorlegen kommen? Hier Dekan, so richtig, wir haben infanteristischen Feind, Nahestellung... Panzermarschstraße folgen. Infanteriefeind, Nahestellung, verstanden. Hier Primus, verstanden, Primus verlegt weiter vor, kommen. Mach jetzt mal Feuervorbehalt, bis ich da weiß, wer wo ist. Ja, Feuer frei auf erkannten Feind. Erkannten was? Erkannter Mann? Okay. Erstmal die Schützen. So, jetzt geht's. Panzer langsam. Primus Infanteriekontakt von eigener Stellung Richtung 160. Wenn erkannt, bekämpfen. Okay, Panzermarsch. Müsste auch 12 Uhr sein von uns dann. Primus hier, verstanden. Direkt auf 12. Ja, Vorsicht, Danger Close, eigene Truppe im Vorfeld. Panzer halt. Ich kann eigene Kräfte noch nicht aufklären. Die werden wahrscheinlich irgendwo, höchstwahrscheinlich linksseits in die Baum. Frag dir mal, ob die links oder rechtsseits in die ausgewichen sind von der Straße. Dekan hier, Primus, Frage, sind sie östlich oder westlich der Straße kommen? Wir sind westlich der Straße, nahe okay. Position Streber, kommen. Dann müssen wir auf unsere 2 Uhr sein. Hier, Primus, so verstanden, Ende. Dann wird der Feind wahrscheinlich auf 1 sein. Ja, Panzer langsam, Marsch. Schütze Richtung 12 bis 2 Uhr sichern. Ich habe immer noch den Hang vor mir. Positiv. Ja, jetzt klärt sich langsam auf. Aber immer noch nichts. Der Hang ist zu groß. Da kann ich nicht drüber schauen. Panzer halt. Boah, Alter, die scheiß Bremse. Müssen da ein bisschen querfeld eingehen, dass ich da überhaupt irgendwas sehen kann. Warte, ich prüfe. Panzer 5 Meter vor. Ich hätte jetzt den Beschuss. Haben wir Kontakt auf 3 Uhr? Manchlich auf 3? Ja, irgendwas dagegen können wir auf jeden Fall. Ja. Panzer zurücksetzen, der Straße folgen. Rücksetzend? Ja, rücksetzend! Dekan hier, Primus, können von hier nicht wirken, verlegen weiter zurückkommen. Ich habe keine Sicht nach hinten. Ja, Spiegel ausfahren! Ja, auch dann nicht. Okay, Panzer halt! Soll ich ihn. Na egal, ist ja dumm. Müsste außer Luke gehen, damit das vielleicht geht. Ja, dann geh Oberluke. Ja, du bist? Kein ja. Vorschlag? Brechnerfall schnell auf 3 Uhr. Dekan hier, Lehrer kommen. Negativ, da sind möglicherweise Ereignisse, die wir dann nicht rechtzeitig erkennen. Ja, wir haben nicht viele Feindkräfte gespäht, nur die auf ihre Position zugelaufen sind, kommen.
Also ich kann so die Kanone nicht drehen. Ja, ist egal. Okay, Panzer halt. Fahrer unter Luke. Also das Problem ist, außer Luke kann ich euch nicht hören, wenn ihr irgendwas sagt. Okay. Immer noch nichts. Ja, wir halten hier die Stellung. Anubis, wie wär's mal, wenn wir 200 Meter weiter der Straße zurückgehen und dann auf den Berg uns positionieren, wo Streber Primus von DK? Hier, Primus, kommen. Frage, könnt ihr den weißen Rauch im Wald sehen? Kommen. Ich gehe Oberluke. Warten Sie. Unbekannt Fahrzeugkontakt, 12 Uhr weit, circa 1,5 Kilometer entfernt. Beobachten. Fahrzeug ist, Dekan hier, Primus, positiv Rauch auf unserer 5 Uhr kommen. Ja, in diesem Bereich Nahkontakt, ein Infanterist, unklaub bekämpft, kommen. So verstanden, Frage, Anweisung für Primus, kommen. Hochgehen und identifizieren, bekämpfen. Noch nicht bekämpft. Ach, wirklich? Ich glaube, das waren jetzt Freudenschüsse. Mexikanische Mutter. Wir hatten hier gerade einige Querschläger direkt vor uns auf 11 Uhr gegen die Bäume. Hm. Schütze Bereich von 2 bis 5 Uhr sichern. Ich sichere Vorfeld. Kompass hat ca. 160, hab ich einen Fahrzeugkontakt gesehen, das nach hinten geflogen ist. Positiv. Identifiziert welches Fahrzeug? Unklar. Habe ich nur kurz zwischen den Bäumen durchflitzen sehen als Thermalsicht und dann war es das. Okay. Aber da habe ich auch inzwischen verloren. Primus von Dekan. Hier, Primus, kommen. Wir haben drei Ziele bekämpft insgesamt. Das scheint gewesen zu sein. Wir brauchen aber dringend noch einen Sunny hier vorne, kommen. Hier, Primus, so verstanden. Wir haben keinen Sunny hier, kommen. Doch, wir haben doch Medic-Zeugs. Ja, wir konnten uns zur Not selber heilen, aber uns geht das Material aus, komm. Wir haben doch Zeugs. Ja, okay. Oder? Hier, Primus, so verstanden. Wir verlegen zu Markierung Streber Ende. Okay, Fahrer Richtung 270. Jetzt. Den Berg hoch rechts. Okay. Volle Kette. Oh. Ja, volle Kette voraus. Panzer Marsch. Alter, kommt er nicht schnell den Berg hoch oder was? Richtung 300. Panzer halt, Richtung 0 Grad, weiter. Okay. Wärmekontakt auf 12 Uhr, unklar ob feindlich oder freundlich. Wir haben mehrere Wärmekontakte auf 6 Uhr. Drei Infanteristen, Entfernung nicht bestimmbar. 500 Meter, die sind jetzt gerade wieder... Wieso fährt er hier bloß so langsam? So, Panzer halt. Panzer ausrichten Richtung 180. Dekan hier, Primus, sind nahe Markierung Streber kommen. Wenn wir da jetzt noch 50 Meter vorher verlegen, dann kann ich die drei Infanteristen sehen. Was denn, Meter? Nein, Panzer halt. Machen wir dann gleich. Warte kurz.
Primus, auf Ihrer 3, 3 Uhr, Entfernung ca. 60 Meter im Wald. 3 Uhr, Schütze, 60 Meter. Erkennst du da was? Nein, gar nichts. Fahrer Richtung 3 Uhr, Panzermarsch. Ist auf, ausgewählt, genullt auf 40. Schütze, Feuer frei auf erkannten Feind. Verdammt, ich kann ja kaum was erkennen. Gar nichts erkennen. Panzer halt, Panzer halt, Panzer halt. Gar keine Kontakte. Meine Hasen. Rundum scannen. Ja. Ich kann ja auch nichts sehen. Normalerweise müssten die hier sein. Höchstens auf 9 Uhr. Ja, und auf 9 Uhr sehe ich einen. Bei der 260 Meter. Dekan, hier Primus, kommen. Hier Dekan, kommen Sie. Position erreicht, aber kein Feind aufklärbar, kommen. Ja, das ist verstanden. Dann verlegen Sie Ihre Stellung auf Ihrer 3 bis an den Waldrand. Wir brauchen auf jeden Fall Medikits hier, kommen. So verstanden, kommen. Fahrer Richtung 270, Panzermarsch. Ja, 270. Aber nicht 3 Uhr. Ja, ja, 270, erstmal 270. Du fährst Richtung 90. Nein, 270, ich meine, komm, bist du 270. Dann übelst du, schaust in die falsche Richtung. Verdammte Scheiße. Dann ja, Richtung 90. Richtung 90, Richtung 90. Ja, kommen Sie! Ja, die Infanterie ist bekämpft. Wir rüsten uns jetzt gleich mit neuen Medikits aus. Ansonsten sind alle am Wohlaufwerden. Frage, wie ist die Lage bei Ihnen, Kam? Ja, wir hatten dort Feinkontakt. Den haben wir erfolgreich bekämpft. Ich habe zwar einen Knochen gebrochen, aber ist nicht so wild. Kommen. So, 30 links. Ah, ist eine Fleischwunde. Ja, bis zum Waldrand Marsch. Können Sie von Ihrer Position des Weiteren irgendwie Feind aufklären, in der Stadt kommen? Ja, wir haben geguckt, aber dort ist nichts, nur Einheiten zu Ihrer Stellung gelaufen. Welche Ausrichtung? Richtung 180. Ja, ist verstanden, der Panzer ist hier bei uns. Dann verlegen Sie weiter Richtung Osten umfassend. Motor aus. Die Stadt versuchen Sie aufzuklären, wo die Flugabwehrstellungen sind, kommen. Und dann bezeichnen Sie die Stellung mit Juli und Oktober, kommen. Ja, das ist verstanden. Die kann Ende. Schütze, sichern von 9 Uhr bis 3 Uhr Vorfeld. Hättest du bloß 9 Uhr bis 3 Uhr gesagt, hätte ich dann hinten nochmal alles gesichert. Einfach als Protest. Ich kann die eigenen Leute noch nicht aufklären. Hast du einen Motor aus? Nein. Soll Motor aus? Ja, Motor aus. Primus von Dekan? Hier, Primus, kommen. Wir schicken jetzt einen Trupp zu euch in Richtung der letzten Motorengeräusche, die wir vernommen haben. Das müsste Richtung 200 etwa sein. Und die nehmen dann Sandmaterial bei euch auf, kommen. So verstanden, kommen. Ende. Das heißt, die sind auf unsere 7 Uhr. Ja, und um das zu vermeiden, habe ich immer am Ende gesagt. Ja? Hm? Was? Was? Ja, ist was egal. Ist egal, ist egal, ist egal, ist egal. Nein, 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 nein. Ja, doch, 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 doch.
Nein, ich meine, wenn man jetzt tot ist. Warte. Dekan an alle Teile. Dekanstreber sind wieder fit. Wir rücken aus in allgemein südlicher Richtung. Dekan Ende. Motor an. Von hier aus jetzt 50 Meter auf 12 Uhr gehen. Dann würden wir wieder die drei Infanteriekontakte vor uns haben. Okay, 50 vor. Auf Anweisung Richtschütze. Okay. Frage, soll ich dann bei den Sicht bekämpfen? Erstmal beobachten. Okay. Noch 20 Meter, ich sag dann wann Stopp. Oh. Bereit halten. Ich sehe jetzt gar nichts mehr, ne? Aus der Thermalsicht, verdammte Kacke. Noch okay, weiter. Richtung glaub, 270, Richtung 090. Weiter 0, den, 0. Ja, 90, weiter den Hügel hoch. Wenn wir jetzt von dieser Anhöhe aus Panzerholz auf 180 dann noch weitere 10, 20 Meter vorgehen, dann müsste es wieder auftauchen. Okay, Fahrer auf Anweisung Richtschütze bewegen. Also ich habe jetzt aufgescheuchte Infanterie auf 115 Grad aber anstatt. Panzer halt. Statt aber ganz weit weg. Entfernung kommt. 1,2 Kilometer. Positiv, ich habe einen Wärmekontakt auf 10:30 hinter Baum. Entfernung 1025. Unklar, ob Infanterie oder Fahrzeug. Da habe ich Infanterie in der Region gesehen. Okay. Ja, kann ich von hier nicht aufklären. Okay. Kannst du im Vorfeld Infanterie aufklären? Die sind noch im Hinterhang. Hinterhang. Denkst du, die wirst die... Kontakt, Fahrzeug auf 125, Korrektur 135. Positiv. Sicht, aber ich habe einen Radarkontakt auf 1 Kilometer. Positiv. Okay, Fahrer Richtung Straße zurück. Ja, verstanden. Dekan hier, Lehrer, kommen. Hier, Dekan, kommen Sie. Ja, wir haben Maschinenfallen und Sachen ausgefallen, kommen. Drei Stück, wenn wir jetzt noch einen Meter vorfahren oder zwei? Meter vor. Perfekt. Hab's alle drei in Sicht. Wo? Ah, gesehen. 86 Meter. Okay, nicht feuern, nicht fahren. Dekan hier, Primus, Lageinformation 3, Infanterie bei Tankstelle im Süden. Frage, Feuer eröffnen, kommen. Ruhig. Einer davon mit Panzerabwehr ausgestattet. Primärziel. Ja. Komm, komm. Ist das angekommen? Die sind aufgescheucht, die haben uns gesehen. Feuer, 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 Panzer rücksetzen, Panzer rücksetzen! Der geschossen, der geschossen. Rücksetzen, rücksetzen, rücksetzen. Weiter, weiter, schneller. Ach, das MG ist so kacke. Das nächste Mal Bootkanone. Panzer halt, Panzer halt, Panzer halt, Panzer halt. Wir sind Deckung. Dekan hier, Primus, kommen. Hier, Dekan, kommen. Frage, hatten Sie einen Funkspruch für uns? Kommen. Ja, ich wollte wissen, was der Feind macht und hätte dann entschlossen, ob bekämpfen oder nicht, aber das ist offensichtlich schon geschehen. Kommen. Nein, noch nicht. Wir wurden aufgeklärt, Feind ist mit Panzerabwehr bestückt, wir sind Hinterhangstellung ausgewichen, kommen. Ja, dann aus der Stellung selbstständig Feuerkampf aufnehmen und weiterführen. Wir verlegen unsere Stellung allgemein Richtung Osten, Aufstellung leerer und versuchen die Kameraden zurückzuholen, kommen. Hier Primus, so verstanden, kommen. Dekan, Ende. Das ist jetzt doof, wenn die gesamte Infanterie nach Osten sich bewegt. Fahrer Richtung 90, Richtung Straße durchbrechen. Schütze, wenn Infanterie in Sicht, bekämpfen. Danke.
Ich hab noch die alten Werte eingenullt. Nimm Bordkanone, das geht besser. Ah, die haben jetzt direkt auf halb drei sind die jetzt näher gekommen im Feld. Ja, komm. Verstanden. Frage eigene Lage und Feindlage, komm. Ah, wir sind komplett alle, ja, nicht mehr einsatzbereit. Halt! Der Feind ist im Nahbereich vor uns, ca. 10 Meter Luftentfernung. Wir sind hinter der Feuerwache an einem Umspannungswerk kommen. Ja, das ist verstanden. Infanteristischer Feind, kommen. Panzer, halt! Ja, das ist positiv, infanteristischer Feind. War das Nahkontakt? Ja, dann wir geben unser Bestes, hart aus. Ja, das war ein... Ja, das war ein Nahkontakt. Jawohl. Von denen. Eigene. Ja, das ist eigene. Gut, okay. Ich hatte irgendeine iranische Stimme gehört. Funkspruch. Ich habe irgendeine iranische Stimme gehört. Okay, Fahrer, Richtung Norden, dem Weg weiter folgen. Norden, okay. Norden? Ja, Norden, dem Weg folgen. Kann ich dafür umdrehen? Ja. Dekan hier, Primus, Lageinformationen. Primus verlegt Richtung Norden entlang des Weges, dann ostwärts Richtung entlang Hochspannungsleitungen kommen. Ja, dann aber versuchen mit uns auf einer Höhe zu bleiben, durch, ne? Nicht, dass sie hier gegen Panzerabwehr und so weiter haben, sie hier in dem Gelände keine Chance kommen. So verstanden, Ende. Bis zur Hochspannungsleitung. Und nach Möglichkeit nördlich von uns so weit wegbewegen, ich sag mal 60 Meter plus, dass wir hier auch akustisch Feind aufklären können, ohne von dem Motor gestört zu sein. Seht die Hochspannungsleitung, ja, ne? Ja, 10 Meter noch. Panzer halt. Anu, bist du funkst. Immer noch? Ja. Immer noch. Jetzt. Okay, muss das Mikro muten. Ich geh mal Oberluke. Hier, dass das Gelände. Okay, Egro, der Hochspannungsleitung rechts folgen. So verstanden. Schütze Richtung 100 Grad grob sichern. Wir haben mehrere Infanterie auf 11 Uhr, vermutlich eigene Teile. Panzer halt, aufklären. Stopp, nein, das sind Feinde. Bekämpfen. 5 Feind, keine Ansicht mehr. Wieso sind nur noch Teile, oder? Negativ. Eigene. Warum stehen die dann so? Junge. Keine Ahnung. Leere sollte eigentlich beim Hochspannungswerk sein, egal. Panzer langsam Marsch entlang Hochspannungsleitung. Ah, ich glaube, die warten auf uns. Eigene Kräfte bei 2 Uhr. Eigene Kräfte auf 2 Uhr? Ja. Das ist Streber. Das auf 10 Uhr dann leer gewesen. Ja. Kommen wir da geradeaus hoch? Ja. Aber warte mal. Panzer halt. Ja, kommen wir. Primus von Dekan. Aber erstmal Panzer halt. Panzer halt. Und dein Funk? Ja, nichts. Ja, übernehmen meinen Funk. TS neu starten. Oh, ich kotze an. Wer oder was? Genau. Hat jemand schon zurückgefunkt? So, TS neu gestartet. Warte, ich funke. Dekan hier, Primus, wiederholen Sie letzten Funkspruch kommen. Eigene Kräfte auf 2 Uhr bewegen sich nach links. Primus von Dekan? Hier, Primus, kommen. Ja, ich höre wieder aufnahmebereit. Stellung verlegen auf Markierung Map. Primus, kommen.
So verstanden, 10 Meter entfernt kommen. Panzer 10 vor. Volle Kette. Nochmal 10. Okay. Komm schon. Wow. Soll ich anschieben? Ja, ist ziemlich. Boah, das Junge. Nächste Mal mit Anlauf. Ja. Alter. So. Okay, weiter, 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 weiter. Okay, Panzer. Weiter, weiter, weiter. Panzer halt. Könnt ihr nicht irgendwas sehen, ne, oder? Beschränkt. Oh, Eden was killed. Hohohoho. Mag auch. Oh. Das sind die ganzen Timer, die ablaufen. Die sind schon zu lange tot. Echt? Ach stimmt, die waren ja down. Jetzt sind's alle weg. Ich möchte nur anmerken, dass wir Infanterie genau hinter uns haben werden. Sicher? Hundertprozentig. Die KI greift immer die letzte letzte Position an, die, von der sie was wissen. Ja, das ist mir bekannt, aber noch hat uns Infanterie nicht aufgeklärt. Ja, aber nur, dass wir das mal im Kopf behalten. Dekan hier, Lehrer, kommen. Ja, Dekan? Ja, wir sind alle tot und gespawnt, kommen. Zur dritten oder die ganze Gruppe kommen? Die ganze Gruppe, deine liegt noch da, aber der wird nur noch 10 Sekunden oder so haben. Ja, ist verstanden, ich überleg mir was. Stellung halten, den kann Ende. Ziemlich recht. Ja, das bezahlt als Transport dann. Ich glaube das ja schon an, dass die Heli-Steuerung relativ gut geht, aber Fahrzeuge. Anubis von August. Hier Anubis, kommen. Ist jetzt eine Frage, wie du die Map-Idee gestaltet hast. Sollen die jetzt als QRF nochmal mit einsteigen oder wenn tot, dann tot und wenn wir jetzt auch ausfallen, ist Mission gescheitert? Mission kann nicht gescheitert werden, wir brauchen jede Unterstützung, die sollen nachrücken kommen. Jo, machen wir das so. Clips hat mitgehört. Ja gut, Clips, dann folgendes. Da wo jetzt Position Lehrer, wir sind jetzt auf dem Weg in diese Richtung, aber die schwarzgeixte, wir treffen uns da, kommen. Achso, warte mal, da hatte ich ja irgendwo auch die beiden eigenen Infanteriegruppen noch. Warte mal, das funke ich mal durch. Dekan hier, Primus, kommen. Ja, Dekan, kommen Sie. Ja, kleiner Hinweis, Sie haben immer noch die 2 KI-Infanteriegruppen, kommen. Das ist also die... Ah, verstanden, komm. Die hätte ich beinahe weggemeldet vorhin, stimmt. Bitteschön, Ende. Stehen die irgendwo hier? Ja, irgendwo hier stehen die. Ja, auf 10 Uhr steht einer. Beziehungsweise eine Gruppe. Ach, dann waren die da. Ja, ach, die standen da so dumm einfach. Ja. Okay. Das wird Sinn machen. Alter, das mit diesen Vögeln ist ganz so idyllisch. Was? Und vor allem die Sonne.
Man könnte hier fast jetzt kurz einen Grill auspacken. Also das Bier habe ich schon. Also eigentlich normalerweise, so wie ich, so die Tradition ist eigentlich immer, in einem SBZ befindet sich immer eine Minibar und ein Grill. Ja, stimmt. Also ich habe Grillfleisch mitgebracht. Wahlweise auch eine Musikanlage. Also für das Fleisch können wir ja sorgen. Wenn du irgendwie einen Hasen siehst, ne? So, jetzt nicht erschrecken, jetzt läuft diese KI-Infanterie gleich hier durch die Gegend, ne? Welcher läuft hier stumpf vor uns? Oh mein Gott, wer ist das? Wer seid ihr? Oh, ich will bekämpfen. Das wäre so geil. Nicht erschrecken, gleich läuft die Infanterie vor euch. Falscher Moment, wäre übel. Wir erschrecken uns gleich übel. Dekan hier, Primus, Frage. Kann Primus weiter vorlegen, um sich das Spektakel mit anzusehen kommen? Ja, mach das mal. Das ist jetzt mal ein Test. Ich hab sowas noch nicht gemacht. Ja, dann Motor an, bis zur Hügelkante vor. Ich gehe wieder unter, Luca. Primus an alle. Dekan an alle. Ich habe jetzt hier KI-Infanterie in die Map gesetzt und die werden jetzt das E-Werk nehmen und aus allgemein südlicher Richtung auf die Stadt zu gehen. Kommen aber quasi von hinter uns, also überlaufen unsere Stellung. Also ganz easy bleiben. Wer will, kann sich das mal geben hier vorne am Waldrand. Eigenständig guten Weg nach oben suchen. Und volle Kette. Mitten durch. Oh. Jo! Junge, Junge, Junge! Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Panzer halt! Da ist ein SBZ neben uns! Motor aus! Warte, Moment, ich rutsche. Ah, hier! Eigene Infanterie direkt rechts neben uns. Ja. Geh kurz aus der Luke? Ja. Ich auch. Ach. Zagan, du kannst aussteigen, wenn du willst. Ich hatte da einen Zermais-Kontakt, hey. Junge, Junge, Junge. Ich kapier's. Wo rennen sie denn? Ich steige aus. Ach, Ekro, wir können alle mal aussteigen. Okay. Hinter der Fabrik habe ich Thermalkontakte gehabt. Will ich nur mal erwähnt haben. Schön, dass unser Moped hier. Und warum steht da noch ein anderes? Zagan, welche Kontakte genau? Achso, der hört dann, warte. Zagan? Ja. Zagan, welche Kontakte hast du genau? Wie bitte? Welche Kontakte hast du genau aufgeklärt? Ich weiß nicht. Ich konnte ja nicht aufklären, weil ihr alle schon ausgeschieden seid und alles Turnout und alles gemacht habt. Achso, na dann nochmal rein. Nochmal rein. Dann gucken wir uns das mal an. Der Fahrer müsste mal die Luke schließen für mich. Ist geschlossen. Danke. Ja, positiv. Hinter Mauer. Weiterhin genau. Richtung 12.20 Uhr einliegender Infanterie. Das ist ein Sniper? Das ist ein Sniper. Das ist eine Ghillie-Suit. Infanterie 20 Meter runter. Feindlich? Ja. Bekämpfen. Den Scharfschützen auf... Ja, bekämpfen, 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 bekämpfen. Okay. Hau raus, ich soll euch vom Shooter fragen, ob du noch Bock hast. Primärziel Scharfschütze, der sich nach auf uns zubewegt. Bekämpft. Halt, erkannt. Bekämpfen. Sehr gut. Bekämpft. Dekan hier, Primus, Lageinformationen. Zwei Infanterie bekämpft. Wow. Hinterangstellung ausweichen. Ja, der ist jetzt tot. Sind wir hinter? Wir haben keinen Schaden genommen. Wir haben keinen Schaden. Gut. Panzer halt. Es hat hier tatsächlich kurz gepiept. Ich dachte so, what? Hat das gepiept? Ja, das hat hier so piep, 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 piep. Ja, dann ist es die automatische Raketenabwehr. Was du gerade bekämpft hast, war die KI-Infanterie. Die ist da unten gespawnt, Anubis. Was? Negativ, definitiv feindlicher Scharfschütze kommen.
Von der KI, in dem E-Werk. Der ist da als rum im Kreis. Und jetzt ist er weg. Scheiße. Motor aus. Wir steigen mal. Ja. Was hätte er uns noch sagen können, dass das Scharfschützen sind? Dekan, hier Primus, wir schließen zu Position Streber auf. Kommen. Alle Mann mehr nach. Wer hat denn auf uns geschossen? Diese? Das waren AT-Schütze im Werk. Eigene! August? Ja, ich hab Tourette-Syndrom. Wo ist denn hier der Zugführer? Da vorne. Ah. August? Was für eine Scheiße hier, ja, was dann? Eigene KI-Einheiten schießen nicht auf uns. Wir wurden von dort unten beschossen. Also ich habe jetzt hier mit dieser Menütaste, ne, womit ich das aufrufe. Und das bewegt sich auch. Sergeant Koch, der bewegt sich. Das ist Bravo, nee, das ist Alpha 2-3. Okay. So. Wo sind die gerade von hier aus? Die sind ganz westlich von der Ortschaft, müssten eigentlich gar nicht zu sehen sein. Sind hier durch den Wald, die sind hier oben gesmutter runtergelaufen. Dann ist Alpha 1-2 müsstest du sein. Warte mal. Moment, jetzt muss ich mal aus der Map raus. Ah, wir haben aber definitiv Scharfschützen bekämpft, ne? Wie läuft die Lage sonst so? Das ist komisch, die KI macht nicht, was sie soll. Der steht da hinten im Wald und macht nichts. Ja, das ist KI. Das ist das Unzulässigste, was es gibt. Total beschissen. Ich versuche hier nur gerade reinzukommen, so ein bisschen. Ich sag dem. Ja, beweg dich mal hin. Direkt vor uns, Junge. Mach das am besten über der Map. Er macht's doch sowieso nicht. Achso, na gut dann. Völlig egal. Also dieser Sergeant Koch macht auch nicht, was er soll. Tja. Ja, so, der da unten drin liegt, das war eigene Truppe eben. Der wurde als eigene angezeigt. Auf wie viel Uhr von hier? Oder wie viel Grad? Ja, rechts von dem großen Schornstein, direkt in der Ausfahrt ein. Ja gut, wir hatten aber zwei Leute links bekämpft. Ja, und der hatte eine blaue... Ich weiß ja auch nicht, was das... Ist auch scheißegal jetzt. Ja, ist egal. Ja, und der links bei den Strommasten, ne? Der hatte nämlich auch eine blaue Raute. Okay. Ja, hatte. Hatte. Ganz nicht mehr. So, Clips, wo waren denn deine Einzelschützen hier? Ich glaube, die habt ihr gerade bekämpft. Das waren die links. Strommast. So, jetzt wollen wir den Sergeant Koch hier, der kriegt jetzt mal ein bisschen Feuer gemacht. Sergeant Koch, geh mal da rein. Mach mal irgendwas. So, jetzt hat er einen Wegpunkt gesetzt gekriegt. Läuft einfach nicht weiter. Ja gut, dann... Wenn er noch nicht will, dann will er nicht. Doch, Quatsch mit dem Playboots. Ich sehe, wie ihr euch als hin und her bewegt. Das ist... Kann Gruppe Streber nicht gut hören? Ich hab das jetzt wieder ausgeschaltet. Scheiß der Hund drauf. Ja. So, pass auf. Wir machen das jetzt einfach alle zusammen, ist jetzt völlig egal. Ich bin jetzt aus der Lage, muss ich auch sagen, so ein bisschen raus durch diesen Schiss hier. Wir gehen jetzt einfach hier straight auf diese Fabrik und wenn wir die genommen haben, drehen wir ein Richtung Stadt und räumen da alles auf. Der Panzer bleibt hier oben stehen. Alter, was hast du denn für eine Hakennase, Junge? Bist du ein Araber? Ja! Oh, meine Fresse, Alter. Setz dir einen Turban auf. Okay, also Panzer hält hier Stellung, bekämpft eigenständig alle Ziele. Ja, aber nur die roten, ne? Ja, sicher. Okay. Und Clips, und hier Shifty, kommst du mal nach vorne?
Oh. Ja, hatten wir Feinkontakt oder auch nicht. Also weil der Panzer ist weg. Wie, der ist oben weg. Steht er doch. Das ist nein, wir sind Hinterhangstellung, wir sind Hinterhangstellung. Der ist hier links hinter den Masten. Was geht jetzt? Das ist Sergeant Koch, der unten selbstständig die Ortschaft angreift. Okay. August hat noch ein SPZ mitgebracht. Können wir den Sergeant unterstützen? Meine Gruppe Schulzenpanzerbesatzung einsteigen. Was du das? Weil wir behalten nur den einen SPZ, den Rest brauchen wir zu Fuß für die Ortschaft. Gut, bin wieder an Bord. Der ABM ist geladen. Nein, schien irgendwie ein SPZ irgendwas zu sein. Hm. Ein Granatmaschinengewehr. Also der rechts hinter der Mauer beim Kraftwerk, das war wahrscheinlich eigener. Die zwei Scharfschützen waren definitiv feindlich. Warte. Ekro, Schützenpanzer einstecken, Marsch, Marsch. Lebt der? Ja, ja. Den ersten oder zweiten? Was ist, wo sich der Turm bewegt? Da, wo sich der Turm bewegt. Also ja, den ersten dann. Warte mal, wo ist er denn? Genau, jetzt drin. Ja, jetzt, okay. Motor an, Hügel, Kante hoch, Marsch. Ich habe schon ABM geladen. Ja. Das habe ich. So, Panzer langsam Marsch. 20 vor. Panzer halt. Shifty. Jetzt habe ich einen Busch genommen, Weg. Ja, soll ich ein Stück vorfahren? 10 vor. Jetzt muss es passen. Wie ist deine Sichtschütze? Moment, beschränkt durch Bäume. Aber trotzdem relativ gut. Shifty hört. Ja, so, jetzt Streber. Der Befehl war, Lehrer und Streber greifen an, jeweils in Fireline. Lehrer links, Streber rechts, Angriffsrichtung 110E-Werk über die freie Fläche an. Und Primus sichert von hier aus vorrücken eigene Truppe. So verstanden? Wissen wir, dass da so verstanden, können? Ausführung sofort. Aufschließen bis auf unsere Höhe und wenn du aufgeschlossen bist, gebe ich den Befehl. Kommen. Verstanden. Hier Primus, verstanden, wir sichern und kommen. Was? Was du gerade gedrückt hast, du kannst mir Befehle geben damit. Ja, das ist, wenn ich Funkgerät umschalte. Alle Teile fertig machen zum Sturmangriff. Entfernung 1000. Noch wiederholen? Infanterie 164, Entfernung 1000, Fahrzeugkontakt jetzt auf 135. Ist nicht erkannt, was wo das jetzt genau ist. Ich schalte auf ABM um. Verstanden, bewegt sich nach links. Ja. Außer Sicht. Wann die müssten mal, dass die da hinten Infanterie. Hier die Kahn, Angriff, Angriff, Angriff. Schütze primär Kraftwerk sichern. Verstanden. Aber Achtung, eigene KI-Einheiten irgendwo da. Eigene KI, verstanden. Vermutlich. Und wenn noch was von denen lebt. Aber der eine hat, war definitiv feindlich, der, sonst würde der nicht mit einer AT auf uns schießen. Ja. Aber wir haben mehrere Infanteriekontakte auf 11 Uhr. 11 Uhr, unbekannt, verstanden. Unbekannt, ob Feuer oder Feind. Ich kann die Bewaffnung nicht erkennen. Ich habe 11 Uhr 40 noch was. Liegend. Scharfschütze. Nein, der ist tot. Okay. Da ist ein Boot, da steht ein Boot. Streber, auf zügig aufschließen. Jetzt sind der Elektro und jetzt hat die Anubis. Ja? Schau bitte auf 11 Uhr. Die Infanteriekontakte am Berg. Infanterie das auf 11 Uhr. Gesehen. Das bietet. Das sind doch Opfereinheiten. Warte mal, ich kann. Von uns das sein. Ist Opfer, das ist Opfer. Bekämpfen. Ja, die schießen auf die. Ja. Dekan, feindliche Kräfte von ihrer 7 Uhr, kommen.
Ja los, Feuer, Feuer, Feuer! Fahrer 10 vor. Geronimo, stürmen Leute! Nicht anhalten auf der freien Fläche! Okay, zu bekämpfen. 10 vor. Achtung, 11 Uhr, 11 Uhr hinter Busch. 11 Uhr hinter Busch. Nicht abgeklärt. Ich hau doch mal ABMs rein. Stopfen, 50 weiter links reinhalten. Lehrer umfasst Angriffsziel links. Streber durch die Mitte vor. Halt, Sturm und Einbruch auf Höhe Schornstein. Hier Mauerdurchbruch. Erkämpfen. Hab ihn. Verstanden. Hau da nochmal was rein. Wo? 10.50 Uhr. Busch, Entfernung 440. Irgendein Wärmekontakt. Ja, das sind mehrere, aber ich glaube, die sind... Halt mal einmal rein. Lehrer von Dekan? Ja, kommen Sie. Feuer einstellen, Feuer einstellen. Ja, wo sind Sie denn? 100 Meter links weiter unten. Ja, meine Männer, die mussten hier kurz eine Pause einlegen. Was für Luschen. Ich stehe hier unten fast alleine. Ja, ich weiß auch nicht, was da los war. Ich habe da geschrien, laufen und die sind einfach liegen geblieben. Zehn Vorfahrer. Halt. So, die Trennlinie ist der Schornstein. Linienverlauf Richtung 1, 2, 0. Alles, was jetzt auf südlich davon liegt, macht Gruppe Streber. Alles nördlich davon, Gruppe Lehrer. Dekan Ende. Ja, Lehrer, verstanden. 10.40 hinter Busch, Entfernung 4.20. Genau. Ah ja, einmal reinhalten. Okay, Feuer einstellen. Scheint bekämpft. Ja, der bewegt sich nicht mehr. Gut, ich kann zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mit dem von eben 8. Dürfte eine Infanteriegruppe sein. Eine weitere Infanterie innerhalb Stadt aufgeklärt. Auf halb 1, jetzt wieder weg. Verstanden, gesehen. Ja, das ist heiß, das ist heiß. Dekan ist ostwärtig Schornstein im Schlagschatten. Zu auf 1 Uhr, Entfernung 94. Jetzt hinterm Busch. Auf 147 Grad. 147 gesehen. Panzerabwehr? Negativ. Einzelner Schütze. Okay, bekämpfen. Primus von Dekan? Hier, Primus, kommen. Stellung so nach Südosten verschieben, dass über eigene Stellung bei E-Werk Wirken in Richtung Elektrozawodsk möglich ist. Kommen. Primus verstanden, kommen. Panzermarsch, Panzermarsch, Panzermarsch! Ah! Panzermarsch Richtung Osten, 90! Weiter, Marsch, 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 Marsch! Wieder! Weiter, 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 weiter! Okay, der Straße folgen rechts. Haben keinen Schaden genommen. Primus, das wahrscheinlich feuerfeindliche Flugabwehrstellung. Melden Sie Position, kommen. Primus, nördlich E-Werk, folgen auf Straße Richtung Süden. Kein Schaden, kommen. Ja, Frage, wo ist der feindliche Beschuss her? Feindliche Stellung, wo ist die feindliche Stellung? Kommen. Die ist direkt nordöstlich der Powerplant auf dem Panzer halt. Direkt hinter denen. Direkt nordöstlich hinter Powerplant. Frage, feindliche Stellung nordostwärtig Umspannwerk, ja. Kommen? Ja, ja, ja. Positiv, positiv, kommen. Überall auf dem Berg. Ja, das ist verstanden, wir bilden Panzervernichtungstrupp, wir vernichten. Dekan Ende. Das ist Infanterie, Infanterie. Warum? Hä, wo kommt der jetzt auf Luftabwehr? Keine Ahnung, keine Ahnung. Luftabwehr muss in Stadt sein. Das war definitiv Panzerabwehr. Ich sehe von hier unten gar nichts mehr. Okay, Fahrer Richtung 190, Marsch. Boah, Alter, das Raketenabwehrsystem hat's ganz schön drauf. Ja.
ersten Schäden. Teilgedeckte Stellung hinter Mauer. Ja, nee, hier werde ich nichts mehr sehen. Ja, ich will erstmal ein bisschen Sie Sicherung. Ja, weiter vor. Weiter rechts. Richtung 210. Weiter. Mauer ist zu hoch. Weiter vor. Halt! Kannst du hier reingucken? Ich kann in den Hof reinschauen, warte mal kurz, in welche Richtung. Okay, eigene Leute bei Kraftwerk. Der dürfte ja gesichert sein. Das Kraftwerkgebäude ist komplett im Weg von der Feindstellung. Warte, ich prüfe. Wir müssten wieder rückwärts legen. Okay, Fahrer rückwärts. 50 Meter rückwärts. Kanone auf 12 Uhr ausrichten. Ausgerichtet. Weiter zurück. Naja, wir haben jetzt bisher jede Mauer mitgenommen. Panzer halt. Richtung 270, Marsch. Wir sind echt das Abrisskommando. Ja, Marsch. Sehr gut. Richtung 0. Panzer halt. Kannst du bekämpfen? Panzer halt. Keine Ansicht, der wird genebelt oben. Ah, verdammte Axt. Okay, halt, jetzt Einsicht. Wo? Direkt 1, 2, 9 Grad mehr Infanterie. Bekämpfen, feindlich! Keine Einsicht mehr. Oder? Sehe ich da oben noch einen? Ja, bekämpfen, weiter rein. Panzer vorsetzen, vor. Kann. Panzer halt! Einzel bekämpft. Richtung 7 Uhr, 2 Infanterie bekämpfen. Streber von Dekan. Halt da mit Bordkanone rein. Verstanden. Sehr gut. Panzer 5 Meter zurück. Es bekämpft. Achtung, Infanterie bewegt sich nach links Richtung 7:30. Bekämpft. Ja, noch ein Infanterie. Er kann. Bekämpft. Die Panzerfaust rüber zum Schornstein. Feind rückt aus süd-südostwärtiger Richtung über Hügelkette nach. Nahbereich 200 Meter. Okay, nördlicher Raum frei. Fahrer Richtung 150 an Mauer ran. Marsch. Auf 150 Panzer. Gibt's da überhaupt eine Mauer? Warte mal. 150 keine Mauer zu sehen. Panzer halt. Kannst du Zagan auf 2:30 was entdecken? Nein. Oder war kurz, gerade Hitze. Signature. Der ist tot. Okay. Oder? Nee, der bewegt sich. Warte mal kurz, ich lese. Okay. Und feuere. Okay, Feuer einstellen. Okay, der ist tot. Okay, Eco Richtung 180. Ja. Marsch. Weiter rechts. Sehr gut. Teilgedeckte Stellung hinter dem Haus auf 12 Uhr. Frage Dekan an alle, hat noch irgendjemand Sicht auf den Panzer kommen? Ja, kein. Weiter rechts. Ja, sehr gut. Panzer, halt! Soll ich das durchfunken? Dekan hier, Primus, negativ, keine Sicht auf Panzer kommen. Yeah.
bitte mal in der Map hier in letzte bekannte Position Feindpanzer kommen. Okay, Ekro kehrt Marsch Richtung 0 Grad. Ja, dann markier mal. Ich hab nicht gesehen, ich kann nicht markieren. Es gab keinen. Panzer hatten wir da? Ich hab da nie einen, ne? August Sagan hier, es gab keinen Feindpanzer. Der Beschuss kam massiv von Infanterie, Panzerfaust. Komm. Das war aber doch hier Maschinenkanonenfeuer, oder nicht? Das waren wir auch massiv. Rechts auf Straße abbiegen. Ich habe eben dreimal gefragt, ob das ein Feindpanzer ist. Und es wird immer wieder gesagt Nordosten. Also gab es gar keinen Feindpanzer, richtig? Ich habe verstanden, Feindstellung. Deshalb habe ich gesagt Nordosten von Ding. Nein, es gab keinen Feindpanzer in der Region. Gut, verstanden. Weiter der Straße folgen. Das hättest du auch mal klären können, du bist. Er hat gefragt, Stellung. Nein, er hat anscheinend gefragt. Panzer halt. Das hab ich auch. So, Schütze von 11 bis 12 Uhr sichern. Ganz schön gewagt. Ja, okay. Ich halte mal vorerst auf MG. Ja, wo sind denn jetzt die eigenen? Die sind hier rechts hinter uns. Okay. Gruppenführer sammeln sich bei mir bei dem offenen roten Tor hier. Sagan übernehmen, ich steig aus. Hallo, bist du Ego, Erlaubnis zum Motor ausschalten kommen. Ja, Motor aus. Eigener. Alter, war das fett, ey. Morphin, 2 und ich werd's echt machen. Kannst du nehmen, ja. Huch! Okay, hab ich. Gut. Check Unit. So, Alter, wir haben einen Iraker bei uns hier. Das ist echt. Ja, komm, was ist denn das hier? So, wir gehen mal hier einmal hier durch und ich will nach vorne aufklären Richtung Stadt nach Süden. So. Kann mich irgendjemand noch zum Sani schleppen? Wo bist du denn? Waren die Verluste hart? Es ging, aber das Problem war, dass alle völlig verwirrt waren. Ja, das habe ich gemerkt. Am eingespielten Ding, von wegen mit verwundeten Nest und so. Ja. So, ich zücke mal mein Fernglas. Ich gehe mal hier. Huch! Verdammte Axt. Ja, wie Sie sehen Sie einen Scheiß. Okay, wir machen das jetzt folgendermaßen. Anubis, du suchst dir einen Platz. Irgendwo hier westlich hier dieser Stellung, dass du Richtung Elektro-Zavod aufklären und wirken kannst. Okay, Frage, soll ich auf der Straße... Das wollte ich. Soldier, 400 Meter southwest. Soldier, 400 Meter southwest. Ja, die machen doch schon. Panzer, Stellungswechsel. Der Bereich, wiederholen! Wir können nichts aufklären. Wiederholen, ich kann nichts hören! Ziel ist von den niedrigen braunen Gebäuden in Richtung 1.0. Lass mir den braunen Busch davor. Ich greife mit zwei Gruppen an. Clips, deine Gruppe geht vor dem Schiff die Deck. Verstanden? Das ist verstanden. Ist gar nicht da, ist egal. Oh, scheiße. Ich brauche einen Sunny. Ja, ich brauche einen Sunny. Kommt doch mal ein Sunny ran hier! Oh! Hier! Okay, mitkommen, ich brauch'n... Mitkommen! Ich brauch'n Sunny für meine Leute! Clips, wir brauchen Sunny, der du bist!
Hier! Ja, ich brauche einen Sunny für meine Leute. Mitkommen. Clips, darf man mitkommen? Clips. Clips, kannst du mich hören? Rennst du denn hin? Ja, zu meinen Leuten. Clips auf den 343er. Wo wird Sunny benötigt? Eden, du musst mitkommen, dringend, direkt durchstoßen, wir haben Auftrag, komm. Hier, weg vom Panzer und meine Leute heilen. Okay. Ja, dann soll ein anderer machen. Aua! Ah. Oh! Lass uns fliegen! Scheiße! Kannst du die heilen? Grund habe ich das Bein gebrochen. Kannst du die heilen? Ich habe gerade das Bein gebrochen aus irgendeinem Grund. Vielleicht wegen der Explosion? Die war später. Okay. Scheiße. Ja, Anubis, was lernen wir daraus? Unseren SPZ mitten im feindlichen Kampffeld zu parken? Ach, leck mich doch. Was war das? War das Panzerabwehr oder Panzer? Panzerabwehr. Drei Stück. Primus von Dekan? Ja, drei Stück. Gibt's auch drei verschiedene. Dekan hier, Primus ausgefallen, kommen. Komplett oder bist du noch da? Komm. Wir bandagieren uns ja gerade, dauert noch ein paar Minuten, kommen. Ja, ist verstanden. Wir führen den Angriff weiter fort. Sie schließen dann auf, wenn einsatzbereit. Kommen. Primus hat verstanden. Kommen. Dekan verstanden. Trennung. Frage an Lehrer. Stellung erreicht. Kommen. Ich kann mich nicht halten. Meine, das ist positiv. Wir sind jetzt am Haus hier. Kommen. Gut. Stellung halten. Richtung Norden sichern. Streber springt nach. Marsch. Dekan. Ja. Wir haben uns ja gerade darüber unterhalten, dass du halt einen Hit kann das Ding abwehren, aber das war glaube ich 2-3 Stück. Eden, komm ran, ans Haus, eben. Richtung Süden. Da ging gar nichts mehr. Ja, einigen hatte noch. Ich habe eine Explosion noch gehört und dann ist. Warum habt ihr die nicht bekämpft? Streber für Winchester kommen. Ach, nur komm schon. Ja, das waren locker 3 oder 4 Panzerabwehrschüsse. Ich befinde mich an dem explodierten Panzer mit gebrochenen Beinen und ich kann mich nicht mehr selber heilen aus irgendeinem Grund. Ich heile mich und pumpe hier Medipacks rein ohne Ende, aber ich breche mir die Beine sofort wieder. Stehst du irgendwie ungünstig in der Mauer oder so? So halb? Nee. Entfernt euch einfach vom SPZ. Über uns ist jetzt irgendwas komisch. Könnte denn vielleicht. Nee, scheiße. Also bei mir funktioniert ich mein Timer nicht. Ich habe keinen Timer. Ich habe ja auch keinen Timer. Ich kann krabbeln, ich kann alles machen. Warte mal, bleib mal liegen. Aber ich habe gebrochene Beine, ich kann nicht laufen. Meiner fängt jetzt an. Bleib mal liegen. Ja. Ich versuch dich mal. Check self. Nee, warum kann ich dich denn nicht? Hat er schon. Keine Ahnung. Ich habe irgendwie so das Gefühl, das ist ein Bug, weil ich habe. In meine gebrochenen Beine habe ich schon 4 Medipacks reingehauen. Tja, warte mal. Ich muss mal Check Self machen. So, Target is lightly hurt. Target's legs are broken. Medikit. Mal sehen, was das bringt. Verstanden. Ende. So eine Scheiße. Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, dass da gerade ein Bug drin steckt. Okay, nochmal check myself. Ich hab's kommen sehen. Nix von nix. Check self. Unit report, target legs are broken. Und so, okay. Eigentlich schon, man hatte ja richtig gute Sicht auf uns. War wahrscheinlich von 12 Uhr her, ne? Wo Uhr? Nee, das war nicht. Steuerung. Check self. Und warum nicht check self? Ich kann dich irgendwie nicht auswählen. Ich hab auf jeden Fall irgendwas. Also ich habe noch 12 Medikits, aber es ist ja Blödsinn, wenn ich mir die jetzt reinpuppe für nichts und für nichts. Ja. Achso, ja, okay. Ich kann dich irgendwie nicht heilen. Ja, das ist so. Gut, ich kann. Hä? Ah, okay. Ich wollte gerade sagen. Ja. Ich kann aufstehen, aber wenn ich laufe, falle ich hin. Dann direkt. Das war so Bruchteil der Sekunde, konnte ich da irgendwas sehen und dann so Spaß. Ja, ich versuche nochmal mich selber zu heilen, falls das nicht funktioniert, nimm meine Ausrüstung und dann respawne ich. Ich war ohnmächtig, da konnte ich nichts mehr sehen und dann war ich nochmal wieder im Panzer drin. Ich konnte mich umsehen und als ich dann ausgestiegen bin, dann. Ja, genau. Dann ist alles explodiert und dann.
Ja, dann hat, war da übelst das Feuerwerk. Das war und? Geklappt zu haben. Ich glaub's nicht. Ah, oh, okay. Das war nicht so, ja, okay. Kannst du meinen. Warte mal. Scheiße. Hä? Soll ich dich mal checken? Ja, check mich mal. Jetzt kann ich wieder nicht. Ja, Beine gebrochen. Wie dich geht. Das war's? Weiß ich nicht. Ich glaube ja. Okay, kann. Warte mal, der Panzer brennt nicht mehr. Kannst du meine Leute jetzt noch zusammenflicken? Ja, ich kann es versuchen. Ich habe aber nicht mehr viel Ausrüstung. Ja, ich sichere derweil Richtung Süden. Mit meiner kleinen Knifftier. Ach du Scheiße! Was? Okay, alles hinüber oder wie? Ja, also ich habe eine Liste, die fast bis unten an den Bildschirmrand reicht. Scheiße. Mach einen Screenshot davon, bitte. Moment. Okay. Ach, nicht check self. Check mit. Zagan, wo kamen die drei her? Richtung Süden oder wo? 12 Uhr. 12 Uhr, alle drei hintereinander in einer Sekunde. Ey, das war ein Feuerüberfall vom Feinsten. Wir haben uns ja gerade darüber unterhalten, dass wenn wir anvisiert werden, fängt es an zu piepen und der Panzer wehrt sich selbst ab. Das war jetzt auch der Fall. Ich glaube, der erste hat nicht getroffen, aber dann da direkt danach mehrere Einschläge nochmal. Ja. Hattet ihr meinen Funkspruch Stellungswechsel noch gehört oder nicht? Da war er schon tot, verdammt. Das war erster Hit, dann konnte ich noch so einen Meter rückwärts fahren, dann war das Ding aber schon halb im Arsch, also fuhr nur noch auf einer Kette und dann war nächster Hit. Und dann war alles vorbei. Ich frag mich, warum das da so vorne so ruhig ist. Dekan, hier Primus, kommen. Ja, Dekan, kommen Sie. Primus benötigt wahrscheinlich noch 5 Minuten. Frage, wie ist die Lage da vorne, kommen? Wir haben feindlichen SPZ aufgeklärt, wir vernichten. So verstanden, Ende. Oh! Wow, wow, wow! Was war denn das? Was war das? Die Munition im SPZ explodierte ab und zu einfach. Was? Mal. Ey, aber Alter, das ist auch im echten Leben so. Warte mal, können wir dich hier nicht weg? Lass dich das simulieren, Alter, wie geil ist das? Wir können dich, also das Medi-Skripte scheiße, wir können dich nicht mal wegtragen. Ja, das ist jetzt eh im Moment bei mir gebuggt. Ach so. Weil ich im Fahrzeug gestorben bin und dann irgendwie rauskommen konnte und dann jetzt trotzdem. Ekro, wo bist du eigentlich? Hier so, hier. Also hinter dem Panzer, oder? Ich kann ja das Schild sehen, was da steht. Ich fürchte. Ja, bei mir ist es gebuggt. Fürchte, bei mir war es das. Ich blute und ich habe keine Bandagen mehr. Könnt ihr von meinem Körper irgendwas runternehmen? Aber meine Beine sind wieder in Ordnung. Der da hinten liegt, nein. Ich kann hier ein Schild sehen mit so einem Hügel. Ach ja, Ekro, hier bist du. Nein, ich kann nichts machen bei euch. Nein! Wir haben ja auch keinen Timer, hier ist einfach nur Respawn. Ich glaube, wir sind einfach so tot, dass man so tot dann nicht sein kann. Ja. Gut, das macht dann Sinn. Dann check ich dich trotzdem mal, falls ich dich irgendwie reinkriege. Ja. Das macht ja auch Sinn, wenn der Panzer in die Luft fliegt. Ja, da kannst du nicht mehr viel wiederbeleben eigentlich. Eigentlich ja. Wollen wir mit dem zweiten SPZ nachrücken? Wenn da noch einer ist, ich glaube, da ist gar keiner mehr. Doch. Waren. Zwei davon wurden zur privaten Feier genutzt. Also einer dürfte nur übrig sein. Ja. Zagan, Ekro, Respawn, mit Panzer hier und aufschließen. Ich halte hier derweil die Stellung. Ja. Sunny, willst du zurück zu deinen Leuten, oder? Ich kann nicht nein, respawnen. Ich hatte Anweisungen bekommen, ich muss auf jeden Fall. Okay. Ja, dann bleibst du bei uns. Da muss ich dann wahrscheinlich den Funkkanal wechseln, richtig? Also, ne? Ja, 3-4-3-2. Ja. Bei... Junge. Kannst du. Ja, versuch mal. Mach mal bitte einen Funktest, ob das. Warte. Funktest 3432. Ja, hat funktioniert. Gut. Die sollen jetzt bloß medizinische Ausrüstung mitbringen, weil ich habe nichts mehr und ich blute und ich weiß nicht, wie lange ich hier für Schafkanal 2 kommen. Was soll Sagan?
Medikits mitnehmen und so weiter. Also, ich mach mal einen Bestand. Epinephrin habe ich 2. Why? Blutpakete 4, Medipacks 10. Schmerzmittel, Painkiller habe ich gar nicht. Mhm. Aufgebraucht. Nein, Morphin 1. So, Bandage 0. Sagan, hier Anubis, kannst du mich aufnehmen kommen? Anubis hier, Sagan, ich höre dich, kommen. Okay, hast mitbekommen, ne? So viel Medizinkrempel wie möglich dann in den Schützenpanzer rein und dann aufschließen. Sollen wir vielleicht im Gebäude unterziehen, nicht dass der Panzer nochmal knallt? Ja. Da humpelt so ein bisschen beim Lauf. Nee, das sieht normal aus. Hat er vielleicht noch Ausrüstung, die ich nehmen kann? Ich glaube nicht. Sagan, kommst du gleich? Ja. Die Ausrüstung war ja durch die Mod. Ich ja, bin nicht mal im Game. MTS. Ach, wirklich? Okay. Oh Mann. Dekan hier, Primus kommen. Hier, Dekan, kommen Sie. Lageinformationen, Schütze und Fahrer konnten nicht mal wiederbelebt werden. Respawn in Basis schließen mit einem neuen SPZ auf. Ende. Alles verstanden, führen Sie so aus. Komm mal her, komm mal her. Guck mal aus der Tür raus, da bei der Mauer, rechts vom Gebäude. Das ist eigener, ne? Was? Hier auf 12 Uhr. Ja, gar keinen. Dann mal aufstehen. Hey, Richtung 190 bei dem Laternenmast oder nee, Strommast, Telefonmast, was auch immer. Warte, bleib stehen. Komm mal hierher, bisschen weiter links und dann in diese Richtung. Rechts vom Gebäude. Oh ja. Ja, das ist eigener, richtig? Primus von Dekan? Sieht nach eigenem aus. Hier, Primus, kommen. Ausreichend Medizinvorräte mitführen und Panzerfaustmunition, kommen. So verstanden, wird bereits gemacht, kommen. Ja, Ende. 3, fall back. Okay, die Nebeln. Oder? Nee, kann ich nicht erkennen, egal. Sagan, falls ihr es nicht mitbekommen habt, auch Panzerabwehr in den Schützenpanzer reinkommen, ob verstanden. Sagan, Janubis, kannst du mich aufnehmen kommen? Na toll. Two. Return to formation. Okay, wieder uns raus. Also was für die Map gefällt mir bisher eigentlich sehr Three. Gut. Regroup. Aber was vielleicht ganz cool wäre, wäre, wenn so an markanten Punkten, wie zum Beispiel das hier, was ja ganz offensichtlich eine feindliche Basis war, dass da gewisses Sandmaterial vielleicht vorhanden wäre. Hm. Die Feinde sind ja theoretisch auch Menschen. Guter Hinweis. Ich sag mal so, ich habe die Map gebastelt, dass
Revive-Script haben wir jetzt zum ersten Mal. Und das hat Sagan eingebaut. Aber da gebe ich dir recht. Also wenn wir alleine mit unserer Ausrüstung starten, werden wir kaum eine Mission bis zum Ende durchstehen mit dem Sonnenmaterial, was wir tragen können. Ja, das meine ich auch. Aber ansonsten finde ich das jetzt ziemlich geil und auch sehr malerig. Also ich habe... Lehrer von Descartes. Ich habe schon Unmengen an Screenshots. Ihr Lehrer kommen. Warte mal. Wir sind jetzt ungefähr auf 50 Meter an den Panzer ran, nähern uns aus allgemein ostwärtiger Richtung. Ich melde mich gleich kurz vor Schuss kommen. Also Stunden, kurze Informationen, Infanterie ist im Nahbereich kommen. Infanterie bei Panzer oder an Ihrer Stellung kommen? An eurer Stellung. Alles verstanden. Danke. Ende. Nochmal. Was war mit der Map? Ich habe schon Unmengen an Screenshots gemacht. Die Map einfach so geil aussieht. Okay. Ja. Die kommen direkt zu euch, laufen Richtung Osten. Ja, das freut mich. Aber warst du bei Streber oder Lehrer? Ich war bei Streber. Streber, ihr seid Hügel 158 hoch. Wo da die vier Infanterie kamen. Ich hätte nie gedacht, dass die euch so lange aufhalten. Ja, also die haben sich so gut eingegraben. Rally up! Oh. Ja, das gilt nicht uns. Türen sind zu, ja. Ja. Ja, die haben uns so dermaßen, die haben sich da so eingegraben und uns so zusammengeschossen. War das Problem. Return to formation. Ich habe geschossen, ich habe auch definitiv irgendwas getroffen, aber kann nicht sagen, ob es dann doch friendly fire war. War sehr komisch. Ja, gerade hier, wo der Gegenangriff kam, das war dann doch ziemlich, ja, überalt. Durcheinander bei uns. Aber ich meine, dafür ist es ja eine Übung, um die Fehler zu erkennen und dann beim nächsten Mal besser zu machen. Hofft man. Schiff, die wir umfassen, das rote Gebäude links, wir kommen von hinten. Hast du eigentlich einen 148er dabei? Das Funkgerät. Ja. 2, form on me. Nein, das ist das 343. Okay. Ja, dann hörst du den Funk nicht. Also die greifen gerade einen Schützenpanzer an. Nach Aussage von August. Nach Aussage von Clips ist Infanterie im Nahbereich. Das sind jetzt die Kämpfe da hinten. 1 hier bekämpft! Sprung an den Zaun, Sprung an den Zaun! Raus aus der Fläche hier! Das Problem... Warte mal, Zagan, hier Anubis, kannst du mich aufnehmen kommen? Nee, noch nicht. Die sind immer noch in der Basis, nehme ich an. Achso, warte mal, ich kann doch hier. 1,8 Kilometer, ja, die sind noch in der Basis. Schiff, die wir sichern hier links, kümmere dich um den Panzer. Kann ich hier unten das Team jetzt noch irgendwo wechseln? SPZ ist warte mal. Besetzt und zieht in eure Richtung. Ja, ist verstanden, wir versuchen es über die Dächer. Regroup. Okay, die versuchen jetzt Häuserkampf über die Dächer. Wie bitte? Kann ich jetzt das Team noch irgendwie wechseln, dass das sozusagen du da unten in der Liste angezeigt wirst? Ich habe da jetzt noch Discold, Frosty und Shifty. Das dürfte eigentlich nicht sein, weil du ja nicht Gruppenführer warst. Warte mal, Merlin war dein Rally Gruppenführer, ne? Frosty, Shifty. Shifty, glaube ich, war. Ja, also am Anfang Merlin. Deswegen ist das Kommando übergesprungen. Eigentlich hätte Merlin das Kommando, aber der ist ja dann, hat sich dann getrennt. Deswegen ist das Kommando spieltechnisch auf dich übergesprungen. Nur deswegen siehst du die unten links. Ach so. KI kann man irgendwie in eine andere Gruppe quasi hinein befehlen. Das geht irgendwie über das Befehlsmenü, aber frag mich bitte nicht, wie. Ich mache das so selten mit KI hier. Keine Ahnung. Theoretisch geht's. So, Zagan ist im Panzer, Ekro noch nicht. Jetzt ist er auch drin. Wenn ich hier so die Tasten 1 bis 0 durchschalte, kann aber auch in keiner Weise kann ich da Befehle geben. Es sind zwar ein paar, die offen sind, wo ich Möglichkeiten hätte, aber 3, return to formation. Steuert es wie Kraftstoff niedrig. Ja, ja. Wenn du zum Beispiel 5-4 drückst, dann sagt dein Charakter, dass er verwundet ist. Aber wie gesagt, macht wenig Sinn.
macht nur Sinn, wenn du in einer KI-Gruppe spielst und du bist nicht Gruppenführer, dann, wenn du dann 5-4 drückst, also sagst, ich bin verwundet, schick deinen Gruppenführer, im Idealfall dann Sunny zu dir. Ja. Ich check mein Magazin. Oh ja, passt. Warte mal, wer warst denn du eigentlich? Wer war ich? Du. Also wie dein Name? Thorsten. Thorsten? Ach, ja genau, Lord Winchester, ja. Ja, ich war jetzt einige Zeit lang nicht da, ich muss mich erstmal an die ganzen neuen Stimmen wieder gewöhnen. Die bis ja dahin neu in den Clan gekommen sind. Return to formation. Streber von Dekan. Du bist Eden, oder? Nein, ich bin Anubis. Streber hört. Warte, feindliche Infanterie ist vernichtet. Okay, feindliche Infanterie vernichtet. Also verstanden, wir sind jetzt auf der ersten Dachebene. Ich gehe jetzt mit unserem AT-Schützen ja, auf das hohe Dach und dann versuchen wir den Panzer zu verdichten. Ja, ist verstanden, ich habe euch in Sicht. Wir umfassen das Gebäude von euch links und bekämpfen dann eventuell abgesessene Besatzung. Kommen. So verstanden, Ende. Okay, jetzt sind sie fertig mit Funken. Ich bin mir nicht sicher. Lehrer von Dekan? Scheiße. Die Lehrer kommen. Wenn für euch vertretbar, unter eigener Sicherung weiter vor auf Angriffsziel. Ja, das ist verstanden. Okay, jetzt sind sie fertig. Hoffe ich. Bin mir nicht sicher, ob ich noch allzu lange durchhalte, weil hier mein Bluttropfen rechts leert sich. Back. Ich kann mich nicht weiter verbinden, weil ich keine Bandagen habe. Ich kann, wenn ich hier meine für andere nehme, ja. Kann ich nur Check Myself machen, also Check Self. Du musst das mit einer anderen Taste machen. Das eine ist Check Self und das andere... Ja. Und wenn ich die andere Taste drücke, die Aktion 2, passiert nichts. Also werde ich jetzt nochmal die Tasten umbelegen, nochmal auf eine andere Taste. Ja. Welche nehmen wir denn? Ich habe bei mir passenderweise auf Plus 1 für mich selber und End für andere, wenn das Ende kommt. Also ich glaube, ich hatte da irgendwelche anderen Tasten, aber ich probiere es jetzt mal. Plus 1, das mal... Oh, sorry. Plus 1. Die kann hier Primus kommen. Und das löschen. 3, fall back. Ihr Dekan? Wir werden für Sorgen später fragen, wo soll ich das warte. Kann gerade nicht gucken, sind im Feuerkampf. So verstanden, dann Versorgungsgüte bei alter Feuerstation Ende. Dekan für Streber kommen. Ihr Dekan? Hier Streber, gegnerischer SPZ ausgeschaltet. Ja, ist verstanden. Jetzt bin ich mir nicht so ganz sicher. Ich jedenfalls. Ich höre von Fox nichts. Ich glaube, der ist auch down kommen. Ja, so verstanden. Wir hören hier auch nichts. So, warte mal. Jetzt versuche ich dich mal zu tracken. Okay, Lageinformationen. Die kommen jetzt mit einem SPZ, werden hier herfahren. Clips seine Infanteriegruppe kann man nicht mehr aufnehmen. Wahrscheinlich down. August und Schiff, die gehen weiter vor. Ja. Hast du vielleicht was in deinem Inventar, was ich verwenden könnte? Bandagen. Warte mal, hier, wir gehen mal raus. Ja, ach hier. Hallo, es geht da weg, wir müssen da hin. Oh, weg. Streber, hört ihr mich? Noch ein bisschen weiter. Wir liegen unterhalb am Krankenhaus. Was haben wir denn? Was ist los? So, unser Panzer ist wieder da. Ja. Also wir haben jetzt Versorgungsgüter dabei. Auch Panzerabwehr? Ja. Ja. Sehr gut. Dekan, hier Primus kommen. Er ist gerade im Angriff, ich hab das jetzt gerade schon angefordert. Ah, Bandagen. So, warte mal, was hab ich denn alles?
Ich habe 3 Medikit, 3 Epi, 1 Morphin, 3 Bandagen. Was brauchst du? Ich bin mich gerade selber am Aufstocken. Okay. Aber Schmerzmittel sind jetzt natürlich keine drin. Ey, du blutest, glaube ich, Chester, ich behandle dich mal. Ja, ich hatte keine Bandagen mehr. Okay. Und ich kann ihn irgendwie nicht behandeln. Okay, der Blutdruck musst du aber noch checken. Eko, hast du so ein komisches Gesicht oder blutest du? Nee, ich hab rot. Ja. Okay. Was soll ich denn da jetzt machen? Blood pressure seems to be okay. Ja, du bräuchtest eigentlich Blut-Ding. Ja, das hab ich. Das hatte ich noch. Was hast du denn? Ah, scheiße! Blutpack kann ich mir nicht selber geben, scheinbar. Nee? Blutpack kann ich mir... Ja. Bist du jetzt soweit okay? Einsatzbereit zumindest? Also, ich blute nicht mehr. Es ist alles grün. Mein Blutlevel ist ein wenig niedrig, aber ich kann mir keinen Blutpack selber geben. Ich probier's nochmal. Check Unit, jetzt kann ich. Hast du einen Blutpack? Ansonsten kannst Blood du das... Blood pressure seems to be okay. Naja, der Blutdruck scheint in Ordnung zu sein, aber mein Blutlevel ist niedrig. Der Tropfen, der ist nicht ganz aufgefüllt. Also soll ich dir einen Blutpack geben? Ja, das wäre... Das okay, warte. Nur mal so zum Ausprobieren, ob es klappt. Ja, funktioniert. Self-check. Ja, alles in Ordnung. Ich bin wieder voll einsatzbereit. Okay, dann als Passagier aufsitzen. Anubis? Streber, seid ihr unten? Warte, was? Wir sind leicht verletzt, wir müssen einfach Medikamente rausholen. Wir zittern so. Mann, das ist kompliziert. Das ist echt kompliziert. So, wer ist denn verletzt? Medikit oder Erste Hilfe Kassen? Also ich bin gesund, denke ich. Medikit. Check ich mal. Check Unit. Ja, also ich scheine okay. Kann nichts machen jetzt. Ja, bei dir ist. Ach so, stimmt. Ist Moment. Warte, ich check dich mal. Ja, warte, ich kann selbst machen. Check safe. Ja, du brauchst ein bisschen Morphin. Wieso bin ich denn hoch verwundet? Hä? Bei mir zeigt er an, leicht verwundet. Ich geb dir mal Morphin. Dekan, hier, Primus, kommen. Dein Gesicht ist ganz schön rot. Hast du einen Headshot abbekommen? Nee, das ist eine Maske. Ja, jetzt ist wieder gut. Ja. Bin wieder geheilt. Bitte auf. Lehrer hier, Primus, kommen. Anubis, das heißt handeln. Die haben keinen Funkkontakt mehr. Was machen wir jetzt? Lord, du bist on board? Lehrer hier, Streber, bitte kommen. Lord, du bist on board? Ja. Nichts Gutes. Lehrer hier, Streber, bitte kommen. Ja, er hat da einen Gastspieler. Er sucht jetzt gerade über gruppeninternen Funk. Okay. Left, stop, left, stop. Okay, warte. Ja. Einsteigen als Passagier. Hörst du uns? Das heißt, dass die Infanterie da oben ziemlich zerschossen ist. Ja. Die haben vorhin mal auf Kanal 2 gewechselt, habe ich mitbekommen. Warum auch immer. Left, stop. Ja, kann ich bestätigen. Irgendjemand war auf Kanal 2. Wollen wir dann auf 3 oder 4 wechseln? Negativ. Ich versuche erstmal Funkkontakt herzustellen, weil ohne Lage will ich da nicht rein. Sind immer alle down. Left. Stop! Kann mich irgendjemand von den Infanteriegruppen aufnehmen kommen? Ja, hier Lehrer, komm mal. Lehrer hier, Primus, benötigen Lageinformationen, kommen. Ja, wir sind in der Stadt und wir sind am Kämpfen, kommen. So verstanden, markieren Sie Position für Primus, kommen. Ja, das ist negativ. Ich habe keine Verbindung zum Zugführer, nichts. Hier sind lauter Panzerabwehrschützen. Ich kann hier keinen Panzer reinschicken. Kommen. So verstanden, Ende. Na toll. Von dem Berg ist auch kacke, oder? Doch, wir versuchen das jetzt.
Aber, Moment, welche Strecke nehmen wir da? Direkt nördlich raus und dann von hinten nochmal auf den Berg hoch. Ich will auf den Feldweg direkt 50 Meter nordöstlich davon. Da hat man eine sehr gute Position, aber da müssen wir erstmal sicher hochkommen. Hintenrum. Ja, hintenrum, ne? Bis zu dem See. Okay, Fahrer, Motor an. Schütze Richtung Elektro sichern. Ja. Motor also, läuft. Gut, vorne beim Tor links abbiegen. Marsch. Ja, ich habe jetzt AP geladen. Ja. Links der Straße folgen. Infanterie Thermal auf 6 Uhr weit. Rechts ausweichen. Ja. Oder ist das eigen? Möglicherweise eigen. Ich, wie gesagt, ja. Ohne Lageinformation kann ich da. Ja, Quatsch, das ist eigen. Warum laufen die mitten im offenen? Ja, unsere Gruppe ist auf jeden Fall Zeit. Okay, Straße weiter folgen. Ja, sehr gut, weiter links, rechts, ja. Oh, ah! Oh. Ja, ja, weiter, 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 komm! Einfach durch. Ah, okay, Straße folgen. Okay, noch 200 Meter, ja, weiter, weiter. Okay, mach mal Panzer halt. Ja, das kriegt man hin. 50 vor. Ja, weiter, weiter, weiter. Straße weiter folgen. Du sagst, das kriegen wir hin. Okay, Panzer halt. Ausrichten Richtung 180. 180. Ja, 180. Und jetzt schräg hier den Hügel hoch. Einfach. Ja, sehr gut. Sehr gut. Primus, hier Lehrer, kommen. Ah, okay. Hier, Primus, kommen. Dem Feldweg folgen. Haben wir einen Defibrillator? Fragezeichen. Haben wir einen Defi? Haben wir einen Defibri? Nein. Ja? Positiv, haben Defibrillator kommen. Ja, das warten Sie jetzt zweimal. Fahrzeugkontakt in. Halt, 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 Panzer, halt! Nein, 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 das ist Radar. Ich habe keine Ansicht. Positiv. Ja, hinter uns, ne? Ja, das ist eigener Schützenpanzer. Feldweg folgen. Eigener kann nicht. Panzer, halt! Richtung 193. Radarkontakt. Oh, Panzer rücksetzen, los, 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 zurück! Erkannt, erkannt! Ah, zurück! Waffe beschädigt, Waffe beschädigt! Ja, zurück, weg, Panzer zurück! Man, 600 meters! South! Shit! Scheiße! Scheiße! Du solltest zurücksetzen, nicht vor! Oh, Junge! Wir sind gestorben. Anubis? Ja? Das Problem wäre rückwärts gewesen, dann wären wir noch mehr sichtbar gewesen, weil wir dann hoch den Berg gegangen wären. Warum hast du... Ja, weiter vor und wir wurden getroffen. Ja. Einfach wirklich den Weg runter, wo wir gekommen sind. Anubis, jetzt mal ganz ehrlich. Kampfpanzer gegen SPZ. Nur so eine Frage. Ist der Panzer noch so einsatzbereit? Nein. Okay, wir müssen jetzt alle Respawn drücken. Okay. Geht nicht, oder? Das geht nicht. Nee. Geht nicht. Boah, noch nicht. Wartet erst mal, bis der Timer runterläuft. Ach du Scheiße. Okay. Och. Ach du Schande. Na, das hättest du mir sagen müssen, Zagan. Wie lange ist das? Das sind Sekunden. Also wie viel noch? 500 Sekunden? 10 Minuten, aber ist mittendrin, kann man da respawnen. Aha. Also, Anubis, hier Peter, komm. Sorry, meine Schuld. Ich hatte jetzt rückwärts verstanden von der Stellung her und rückwärts wäre den Berg hoch gewesen. Funken kann man jetzt nicht mehr, ne?
Doch, du funkst gerade die ganze Zeit. Ja, doch, ich höre dich, aber du hast auch einen Funkkanal auf. Future hier, Anubis. Ich höre dich. Primus ist komplett ausgefallen. Wiederhole, komplett ausgefallen. Keine Unterstützung möglich. Kommen. Ja, ich sehe euer Wrack gerade ausbrennen. Mein Beileid. Muss ich jetzt allen Ernstes 470 Sekunden warten? Nein. Eher nur noch so an die 180. Und dann wird der Respawn-Knopf orange und dann können wir respawnen. Ah, okay. Puh, scheiße. Oh, fein. War das der rote Kontakt auf dem Radar? Ja. Scheiße, war der nicht vorne dann noch bei der Fire Station? Nein, der war ganz da hinten. Der war in Elektro. So. Ja, und ich habe gerade gesehen, wie er uns angeschossen hat, und dann ist meine Bartkanone ausgefallen. Ist aber dieses Mal nicht gepiept, oder? Nee, bei Kanonen piept er nicht. Nur bei Lenkflugkörpern. Scheiße. Mit den Lenkflugkörpern hätten wir dann auch ideal ausschalten können. Und die Schützenpanzer hätte man mit der Bordkanone klein gekriegt. Ach, es waren Schützenpanzer und... Wow. Also, dass man jetzt nicht sofort auf Respawn gehen kann, das finde ich geil. Ja, wie gesagt, du musst ja nicht die 400, die noch bleiben, abwarten. Das Blöde ist ja, uns könnte ja auch nicht mal geholfen werden. Aber ist taktisch auch so eigentlich nicht verkehrt. Na, ich meine, im Ernstfall, tot bis tot, ne? Ja, auf jeden Fall. Aber jetzt ist halt kacke, weil eigentlich... Ich glaube, der Zeitansatz war eigentlich... Ich weiß noch, Feature hat gemeint, ja, aber nicht, wenn das 3 Stunden sind. Ich glaube, wir sind schon über 3 Stunden, ne? Tja, ich hab keinen. Komm an die 3 Stunden, aber noch. Wann sind wir angefangen? Um 6:30, ne? Nein, 7 erst. Ja, das passt 3 Stunden. Nur noch eine Minute und dann müssten wir in Anführungsstrichen respawnen sind. Tja, Schützenpanzer auch mal nicht mehr. Nur noch nee, bei. Haben wir noch so einen. Munitrag. Achso, ein Fennec, ja. Noch ein Fennec, ja. Reinpassen. Aber wenn wir den Kampfpanzer jetzt nicht mehr mit den Schützenpanzern ausschalten können, dann wird's. Naja. Ist da jetzt noch ein Kampfpanzer in der Stadt drin, oder was? Ja, ja, der uns down gemacht hat. Ach, das war ein Panzer? Ja. T100. Ich muss sagen, für eine Übungsmission hat die mehr Pep als eine normale Mission. Okay, erstmal auf Respawn. Ja. Grid Zero. We lost one. Awaiting orders. 1-1-5. Ready for orders. Ready for orders. Zeran? Ja, Frage mit Ionenabbruch. Ja, hier Dekan an alle teilnehmenden Einheiten. Wer kann mich aufnehmen? Kommen. Primus steht vor dir. Ich hol mir eine Funke. Und fein. Und Streber, er steht ja neben mir. Ist Anubis da? Ja, hier bei Mundikiste. Stand nämlich Anubis vor Skill. Eben, ja. Ja, ich bin hier. Okay, ist egal. Also Lehrer, du bist glaube ich noch unten am Kämpfen, da jetzt alle mehrfach gestorben sind. Wir brechen das an der Stelle ab. Ich glaube, als zum Erfahrungsaustausch genügt das erstmal, sonst zieht sich das noch über Stunden. Kommen. Ja, das verstanden. Mein Sanitäter tötet hier eh alle, anstatt wieder zu leben. Ja, dann weiß ich nicht. Abbruch, oder? Ja, wir brechen ab.
wir sammeln uns im TS, es bringt nichts, sonst dauert das ewig, bis alle hier auf der Karte sind. Ja. Abbruch.